Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einem neuen Part Fußball Manager 2013 Reloaded mit der Datenbank 1415 hier bei eurem Zingsmido und damit herzlich willkommen zum Dienstagvideo, denn wir haben heute Dienstag, den 9. Dezember. Heute steht der 33. Spieltag an mit der Begegnung gegen den Tabellenschlusslicht Cowden Beef. Nachdem wir jetzt in der letzten Folge durch das 1:1 Unentschieden gegen die Heart of Midlothian aufgestiegen sind, können wir die letzten Partien in Ruhe angehen lassen. Die weiteren Partien Alloa gegen die Hearts, Falkirk gegen Wraith Rovers, Livingston gegen Dumbarton und Hibernian Edinburgh gegen Queen of the South. Und wenn alles funktioniert, sollte das letzte Saisonspiel gegen die Hibs als 3D-Spiel ablaufen. Und da habe ich mir auch überlegt, eine taktische Änderung zu schmeißen. Ich habe mir Gedanken gemacht, vielleicht ein 4-1-4-1-System laufen zu lassen. Und jetzt, bevor wir noch ins Spiel gehen, noch eine kleine Information bzw. eine Frage an euch. Ich habe in letzter Zeit gesehen, dass die Aufrufzahlen relativ weit unten sind und ich wollte mal fragen, an was es liegt. Und ich würde euch bitten, mir das in die Kommentare reinzuschreiben, damit ich einfach weiß, was wir ändern können. Alternativ habe ich mir überlegt, vielleicht hier mit den Glasgow Rangers erstmal eine Pause einzulegen und dafür den FM14 mit Waldhof Mannheim zu bringen. Aber ihr solltet es entscheiden. Und dann sagen wir mal, geht draußen, spielt ordentlich Fußball. Unter der Schiedsrichterleitung von Steve Conroy. So, dann gehen wir rein. Es regnet hier in Cowden Beef. Ist natürlich nicht gut. Erste Möglichkeit für uns. Kyle hat sich davon gestohlen, erhält eine schöne Steilvorlage von Templeton. Am Strafraum spielt er clever in den Rücken auf den freistehenden Deli, der aber kläglich verzieht. Schade. Da hat wohl der letzte Biss vor dem Tor gefehlt, aber das kann natürlich passieren. Aber uns macht es nichts, wir sind schon aufgestiegen, von daher ist es jetzt eigentlich egal, was passiert. Wir nehmen die Punkte, die wir hier durch die letzten Spiele noch einholen, wirklich mit, aber es muss nicht unbedingt sein. Jetzt haben wir hier die nächste Möglichkeit, 10. Minute. Ian Black schickt Valotti, aber John Armstrong grätscht in den Ball im letzten Moment noch vom Fuß. Also nicht das 1:0 für uns, aber jetzt vielleicht. 11. Minute nach Abschlag von Cameron Bell nimmt Muniel Haddadi den Ball auf der linken Spielseite und sportet wie ein Verrückter. Dann zieht er nach innen und zirkelt den Ball aus 18 Metern genau unter die Querbalken. Da ist er, Muniel Haddadi mit seinem 7. Tor in der Saison. Klasse Vorarbeit vom guten Cameron Bell. Klasse. Genau so stelle ich mir das vor, Muniel Haddadi, der in letzter Zeit in einer Krise war. Aber das passiert. Er ist ja noch relativ jung. So, Darren McGregor kann einen Schussversuch von John Robertson aus gut 30 Metern erfolgreich abblocken. Der bisher unauffällige Innenverteidiger hat aber demnach ordentlich Schmerzen. Das ist natürlich klar. Eine scharfe Hereingabe von Pablo Navas Alors ist etwas zu nah vor das Tor gezogen. Cameron Bell ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. So, 23. Spielminute. Wir führen mit 1:0 durch den Treffer von Muniel Haddadi. Und jetzt hat Cowden Beef nochmal die Chance. Darren McGregor riskiert hier einen Strafstoß. Da hat er Glück, dass Schiedsrichter Steve Conroy nach einer plumpen Grätsche gegen McKenzie nicht auf den Punkt zeigt. Na, Gott sei Dank. Haben wir jetzt hier auch noch Schiedsrichter-Dusel. Jetzt 33. Möglichkeit. Freistoß Ian Black. Läuft an und bringt den Ball aufs linke untere Eck. Flynn ist unten und hat die Kugel im Nachfassen. Schade. Das wäre die Chance zum 2:0 gewesen. Und jetzt haben wir wieder eine Chance verpufft. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei von Mattia Valotti. Verwirrung im Strafraum, keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Kyle die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab, aber Thomas Flynn ist zur Stelle und verhindert so ein sicheres Tor. So, die Chance hier in der 43. Aber der Schuss von Valotti ist zu schwach. Der hat einfach heute einen rabenschwarzen Tag, wie es aussieht. Hat durchweg seine Chancen, aber nutzt diese nicht. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir ihn eventuell hier aus dem Spiel nehmen müssen.
Jetzt haben wir das 1 zu 0. Das Hinspiel ging mit 0 zu 4 für uns aus. Müssen mal ein bisschen motivieren. So, haben jetzt mal zum ersten Mal seit längerem wieder drei, die wir massieren können. So, Halbzeitansprache, so haben wir uns das vorgestellt. Aufstellung müssen wir nicht viel umstellen. Das machen wir dann in der zweiten Hälfte. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Anpfiff zur zweiten Halbzeit ist erfolgt. Mahnen unsere Spieler zur Konzentration. Und wenn diese vorüber ist, gehen wir dann in die Offensive. Cowdenbeef ist mit dem System hier eher defensiv ausgerichtet. Der Tabellenletzte. Wir haben die Chance, 59. Spielminute. Thomas Flynn reißt beide Fäuste hoch und rettet zur Ecke nach Aktion von Kevin Keil. Und jetzt die Ecke von Ian Black. Dean Pratt geht entschlossen den Ball entgegen, erreicht diesen fort schon Daly. Per Flugkopfball kann er so eine Ecke von Ian Black klären. Riesenchance in Cowdenbeath. Die Glasgow Rangers konnten bei 5 gegen 4 über Mattia Valotti. Kyle hat nur noch Flynn vor sich. Querpass auf Sean Daly, der nur noch einschieben muss. Genau in die Tormitte. 2 zu 0. Sean Daly. Klasse. Sean Daly mit seinem 29. Saisontor. Klasse Vorarbeit hier von Kevin Keil. Das Stadion hier in Cowdenbeath ist ausverkauft. Und Signorino jetzt mit der gelben Karte. Das heißt, es war auch seine letzte Aktion. Es kommt nämlich der Italiener Federico Gettcherini. So. Damit kommt hier Gettcherini zu seinem Einsatz für den Franzosen Franck Signorino. Und Gettcherini kümmert sich dann gleich um Doherty. Und der Gegner wechselt. Thomas O'Brien kommt für John Robertson in die Partie. Die Gangart von Cowdenbeath wird hier rauer. Jetzt kommen noch die Wechsel. Sivkovic nach seiner Verletzung für Kevin Keil und Anthony Martial für Sean Daly. Mal schauen, ob das was bringt. Und wir sehen, der Stadionsprecher gibt bekannt, dass der Ball der heutigen Partie von Zockerzone gesponsert wurde. Zockerzone, eine Fanpage des FMs, der unter anderem diesen Schriftgrößentest herausgebracht hat. Ansonsten wäre ja die Schrift vom FM relativ klein und unleserlich. Aber wir haben jetzt hier eine recht große Schrift. So, sagt man mal, voller Angriff, Chance für Cowdenbeath. Kevin McCarthy mit einem Schuss auf hohem Niveau, allerdings nur was die Höhe des Balles angeht. Kevin McCarthy, den kennt man ja vom lieben Baumader. Er spielt ja für die Hearts of Miss Lothian in seinem Spielstand. Mal liebe Grüße an dich. Ich weiß, du hast momentan auch Schwierigkeiten, was die Aufrufzahlen angeht. Aber Kopf hoch, du machst wirklich ein klasse Let's Play. Mach einfach genauso weiter. Und die Abos werden wieder kommen. So, jetzt hat man hier die Möglichkeit. Aber Gettcherini hat er geklärt. Jetzt die Ecke von Ross Doherty. Zieht den Eckstoß von der linken Seite vom Tor weg. Der Ball tickt vor die Füße von Thomas O'Brien. Dessen Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. So, 10 Minuten jetzt hier noch. Und wir tun mal hier den Einsatz herunterschrauben. Während der Gegner hier Sephania Thomas einwechselt für Mackenzie. Und der Gegner hier mit der Chance. Hundertprozentige Jordan Morton aus 20 Metern. Cameron Bell hat zunächst so seine Probleme, bekommt das Leder im zweiten Versuch dann aber doch zu fassen. Und das Spiel neigt sich hier dem Ende. Anscheinend sind sie hier mit der Höhe des Sieges zufrieden. Der letzte Wille für ein weiteres Tor fehlt hier. Vielleicht kommt es ja jetzt. 89. Minute, fast ein Traumtor von Valotti. Nach Doppelpass mit El Haddadi kommt der junge Mittelfeldspieler in zentraler Position von der Strafraum zum Schuss. Mit einem herrlichen Heber überlässt Valotti Torhüter Flynn. Aber der Ball fliegt Zentimeter über die Latte. Schade, schade und nochmal schade. Jetzt eine Minute Nachspielzeit. Hier in Cowdenbeath und Schlusspfiff. Wir siegen beim Tabellenletzten mit 2 zu 0 durch die Tore von El Haddadi und John Daly. Nach dem Abpfiff liegen lange Schatten über dem Stadion von Cowdenbeath, sehr symbolisch.
kann man wirklich so sagen. Statistiken: 62 zu 38% Ballbesitz, 13 zu 7 Chancen. Und dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und damit herzlich willkommen hier zurück zum 33. Spieltag der Scottish Championship, zum Nachbericht der Begegnung Cowden Beef gegen Glasgow Rangers. Wir haben es geschafft, haben wieder mal gewonnen mit 2 zu 0 gegen Cowden Beef. Bester Mann von uns, Christopher Julia, mit einer 1,5. Ansonsten waren die Spieler eigentlich schon recht gut unterwegs heute. John Daly mit einer 4 und einem Tor. Ansonsten unsere Einwechselbank war heute auch eine Katastrophe mit einer 4,0. Unsere beiden Ansprachen haben wieder funktioniert, ist zumindest positiv zu sehen. Und Thomas Flynn, der Keeper von Cowden Beef, hier immer noch bester Mann seiner Mannschaft. Im Spielbericht sehen wir es hier in den Statistiken. 10 zu 3 Schüssen, 7 aufs Tor, 3 daneben, 9 zu 3 Chancen, 62 zu 38% Ballbesitz. Und Spieler des Spiels Christopher Julia bei wechselhaften Temperaturen von 6 Grad. Jetzt zu den Ergebnissen. Livingston schlägt Dumbarton mit 2 zu 0. Cowden Beef unterliegt uns mit 0 zu 2. Alloa unterliegt den Hartsea mit 0 zu 3. Falkirk unterliegt den Racerovers mit 1 zu 2. Und die Hibs mit dem 3 zu 0 Erfolg gegen Queen of the South. Und wir haben es geschafft, eine magische Zahl zu überschreiten. 101 Tore. 28 Gegentore macht eine Tordifferenz von plus 73. Was für eine Zahl, 100 Tore ist zumindest schon mal überragender Wert. Und jetzt gucken wir mal in die Premiership. Dort sehen wir die Celtic Glasgow hier mit 13 Punkten im Front vor St. Johnson und im FC Aberdeen. Der Blick ins Ausland, Österreich, Austria Wien vor Rapid Wien, Salzburg nur auf der 3. In Belgien Anderlecht vor Standard Lüttich. In England Chelsea vor Liverpool, Man City und Newcastle. In Frankreich PSG vor AS Monaco und Stade Rennes. In Deutschland Bayern vor Schalke, Hoffenheim und Dortmund. Und in Paderborn, Augsburg nach wie vor tabellenschlusslich der VfB Stuttgart. In der zweiten Liga Lautern vor RB Leipzig. In der dritten Liga war ja eine Zeit lang Fortuna Köln erster. Sind hier aber rapide gesunken, jetzt auf Tabellenposition 5. Haben aber noch Chancen, 3 Punkte der Abstand hier auf den Aufstiegsplatz, 2 auf den Relegationsplatz, den momentan hier Wien Wiesbaden belegt, da Dortmund 2 nicht aufsteigen kann. In den Regionalligen sehen wir Hannover 2. vor Wolfsburg 2. in der Nordost, Berliner AK 07 vor Karl Zeiss Jena. Berliner AK 07, das war ja die Mannschaft, die Hoffenheim damals mit 4 zu 0 aus dem DFB-Pokal rausgeworfen hat. War ein ganz schlechter Einstand für Tim Wiese damals, der danach auch zu Schwierigkeiten hatte mit Hoffenheim und jetzt nicht mehr dem Ball hinterherjagt und den rettet, sondern im Wrestling-Bereich tätig ist. Regionalliga West, Viktoria Köln vor Schalke 04, Sportfreunde Lotte und Aachen. Da mal liebe Grüße an den Ghost Rider XXL, der ja mit der Mannschaft in die dritte Liga aufgestiegen ist, vor kurzem. In der Südwest Hoffenheim 2 vor Saarbrücken. Und Regionalliga Bayern die 2. von Bayern München. Italien, Neapel vor Lazio Rom und AC Mailand. In den Niederlanden Eindhoven vor Groningen. Der Blick in die Schweiz, dort sehen wir Basel vor den Young Boys. Und den Blick in die Türkei, Fenerbahce vor Galatasaray, Istanbul. Jetzt zu den Stimmen. Das sagte Vlado Batzim vom Gegner. Glasgow hat verdient gewonnen. Die waren spritziger, die waren schneller. Glasgow hat sehr gut gespielt. Und Christopher Julien mit dem Zitat des Tages: Ich glaube, das war mein bestes Spiel in dieser Saison. Kann man so sehen. Spieltagsstatistik, das sehen wir ihn auch in der Elf des Tages zusammen mit David Templeton, Muni El Haddadi. Und das war's auch schon in Thema 3 von den Hibs mit Collins, Stevenson und Nelson. Und 3 von den Hearts mit Neil Alexander, Brad McKay und Emile Heskey. Abschließend haben wir noch 2 Spieler mit Chris Mitchell, der Spieler des Spieltags wird, und Burton O'Brien vom FC Livingston. Teamleistung heute zweitbeste mit einem Schnitt von 3 in der Saison, Durchschnitt von 2,87. Beste Spieler haben wir hier James Collins vor John Daly. Und nach 33 Spieltagen John Daly, notenbester Mann vor Kevin Kyle. Jetzt zum Fairplay, sind wir nach wie vor fairste Mannschaft. Und dann können wir weitergehen. In der Woche. Aufstiegsfeier der Glasgow Rangers schon geplant, das auf jeden Fall. Da müssen wir demnächst sowieso noch gucken, wegen Saisonabschlussfeier und allem möglichen, weil unsere Saison hier schon bereits sehr früh abgeschlossen ist. Nämlich am 20. April.
Sehen wir hier noch ein paar Angebote für Sebastian Fauré, mit dem ich ja nicht plane. Von daher 100.000 Euro ist das schon in Ordnung. Von der Summe her. Die Wahl zum Fußballer des Monats im März war hier ein Triple-Pack vom guten Celtic Glasgow hier. Sean Guidetti hat gewonnen vor Anthony Stokes und Adam Matthews. Jetzt mal nach Österreich. Dort Deni Alar siegreich vor Jonathan Soriano und Louis Schaub. In Belgien Klino Pleet von Sylte Waregem vor Tom de Sutter und Vinicius Araujo. In England Falcao vor David Silva und Juan Mata. In Deutschland Mario Götze vor Robert Lewandowski und Ivica Olic. In Italien Borja Valero vor Carlos Tevez und El Hamdaoui. In den Niederlanden ein internes Duell von PSV Eindhoven. Adam Maher gewinnt hier. Portugal Roland Linz, der Österreicher von Belenenses Lissabon. In Russland Maxim Kanunikov von Anka Perm. Und zwei von Zenit. In der Schweiz haben wir Bengrang Safari vor Gernd und Richting. In Spanien haben wir Karim Benzema vor Messi und Muniain. In der Türkei haben wir Musasso vor Emanuel Emenik und Yatabare. Und in Brasilien zum Schluss Jonathan Cristaldo vor Hernan Barcos und Marcelo Grohe, der deutsche Wurzeln hat, wie wir hier sehen können. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit für uns. So, können wir weitergehen. Kommen jetzt in den Monat April hier. Livingston und die Rangers sind sich einig für Fauré. Wir werden sehen, wo er hingeht. Und sehen jetzt hier noch ein paar Vertragsverlängerungen. Genauso sieht's aus. Prominentester hier Gargano. Dann Karim Bellarabi, der verlängert bis 2016. Simon Rolfes hier bis 2015, er wird ja 2015 in der Realität seine Karriere beenden und dann in den Managementbereich reingehen. Das hat er gestern Abend nach dem Spiel Bayern gegen Leverkusen auf Sky bestätigt. Da geht wirklich eine großartige Karriere zu Ende. Rolfes hat ja wirklich eine glorreiche Zeit verbracht bei Alemannia Aachen, jetzt insgesamt 10 Jahre dann für Leverkusen gespielt und wir sehen Fauré, die Hipse noch dran. Da stellen wir unsere Forderungen, ganz klar. So, wir haben hier einen Scout-Hinweis für Cameron Nish. Den gucken wir uns natürlich noch an. Vielleicht ist er ja was für uns. Spielt in der B-Jugend. Okay, dann lassen wir uns mal scouten. Mannschaft der Woche, Julia. Gucken wir mal, ob wir reden können, aber es sieht momentan leider nicht danach aus. El Haddadi, du trainierst sensationell. Gewinnt 5 Moralpunkte und David Templeton. Kann man ebenfalls sagen, du hast gut trainiert. Clark gibt ein Interview. Hat dem mannschaftsinternen Spitznamen verraten. Das finden seine Mitspieler nicht so wichtig. Alle Spieler verlieren 2 Moralpunkte. Na, danke Clark. Aber du gehst ja eh zu den Hips, von daher ist es ja eh egal. Und wir sehen es, Fauré wechselt zum FC Livingston. Und Luca Gasparotto verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jährchen. Bösel auf Stufe 7, 2,5 Sterne bis jetzt. So, Zuschlag für den FC Livingston haben wir ja gesehen. Law fällt aus mit einer Risswunde bis zu 6 Tage. B-Junioren schlagen St. Johnson mit 6:1 und Franz Müller mit 3 Toren. So. Jugendspieler entdeckt. Ach, klasse. Campbell McDermott. 4-Sterne-Talent mit einer 59. Also der kommt auf jeden Fall mit. 925.000 Wert mit 16. Ist ein Legionär, harte Freistöße und nachtragend. Das letzte ist zwar nicht so eine gute Charaktereigenschaft, aber wir nehmen ihn mit, klasse Spieler. Ist einer für euch, wenn ihr ihn noch haben möchtet. Wäre ab jetzt dann frei.
da ich schon alle integriert habe, jetzt eine Änderung der 5-Jahres-Wertung. Schottland immer noch auf Platz 23 und das Halbfinale des schottischen FA Cups. Dort sehen wir dann Celtic im Finale sowie Kilmarnock. An dem Pokal konnten wir ja leider nicht teilnehmen. Aber vielleicht in der nächsten Saison. So, nächste Änderung, die wir aber nicht sehen können. Darren McGregor Trainingsziel, das gucken wir natürlich auch noch mal kurz an. So, darf dann mit der Manndeckung hier weitermachen. Scouting abgeschlossen vom Bösel, hat eine 51. Also wirklich nichts für uns. Jetzt haben wir dann das Heimspiel gegen Alloa Athletic. Vor ausverkauftem Haus. Tabellenführer gegen Tabellenvierter, also so ein kleines Topspiel. Am 34. Spieltag, El Haddadi erzielte im Hinspiel 2 Tore. Dann die weitere Begegnung, Heart of Midlothian gegen Hibernian Edinburgh. Das Duell hinter uns und Queen of the South gegen Livingston. Also die Top 6 hier in den 3 Partien vertreten. So, wieder einige erreichte Trainingsziele in der Jugend. So, der Junge, der macht sich wirklich von Tag zu Tag hier immer besser. So, Oliver Berlin, Trainingsziel. So, Zweikampf. Grätsche und die Flanken. Und Chris Heintl, Trainingsziel. Dann hätten wir das soweit. Dann gucken wir jetzt mal nach dem neuen Jugendmann. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Neuzugänge, die wir eigentlich gleich heimschicken können. Wenn die Saison vorbei ist, gucken wir uns hier sowieso noch um. Da wir ja dann in der ersten Liga sind und das heißt dann theoretisch wäre auch eine zweite Mannschaft da möglich. Dass wir da gucken, wen wir übernehmen von unseren Jungs hier. So, Matt Dermond, da ist er ja. Der 59er, also wirklich klasse, was unser Jugendscout da gemacht hat. Hat uns einen wirklichen Rohdiamant hier hingeschliffen. Zudale. Müssen wir noch mal reingehen. So, dann gucken wir mal, was er denn trainieren muss. So, kurzer Pass vielleicht. Dribbling. Kann auch nicht schaden. Schusskraft. Und die Ballkontrolle. Wenn denn sich jemand von euch sichern möchte, dann in die Kommentare bitte. Also er ist auf jeden Fall noch zu vergeben. 220.000 jetzt schon Marktwert. So, Leon Hopf braucht einen neuen Mentor. Sein jetziger ist nicht gut genug. Kriegt er halt Mattia Valotti. So, dann mal schauen, wer denn jetzt zum Einsatz hier noch kommt. Alan Smith, naja. Lass mal wieder Ryan Gold hier auflaufen. Für Valotti. So, meine Jungs kriegen da mal wieder ihre 500 Euronen. In dem Teamvergleich, Zifane kümmert sich um Lutren. Signorino um Holmes. McGregor um De Ruyter und Julien hier um Kirk. Um Lutren noch die Sonnenbewachung. Und dann würde ich doch mal sagen, was das für die